Ah, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute ist Jimmy nicht da. Und ich habe heute einen neuen Praktikanten, aber der ist genauso scheinbar zu spät wie der Jimmy. Den kennt ihr bestimmt auch. Der ist auch YouTuber, hat eigentlich auch einen super spannenden Kanal und er wollte mal einspringen als Ersatz für den Jimmy. Das ist der Mats. Ich denke mal, der Mats, ach, da kommt er ja schon. Hi Mats. Tada. Tada. Ich bin der Praktikant für heute. Du bist der Praktikant für heute. Genau. Ich bin ein bisschen spät, es tut mir leid, aber... Aber? Auch an euch, hi Freunde, ich bin Mats, der ein oder andere kennt mich vielleicht. Und ich grüße auch alle Zuschauer von Norberts Welt oder zur Zajak und werde mich heute mal, ich hoffe, ich stelle mich gut an. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Hirschkäfern. Bitte? Ich habe eigentlich gedacht, dass ich heute ein paar Regale nur einräumen soll. Das wurde mir auf jeden Fall gesagt. Ja, ich weiß ja nicht, was die dir gesagt haben, aber wenn du Dosen einpackst, dann kannst du auch in den Discounter gehen. Wir sind ein Zoo-Fachgeschäft. Bei uns gibt es Tiere und da packt man an. Und ich denke mal, wir fangen mal sofort an. So, ich erkläre dir das mal ganz kurz, wie ihr das machen musst. Denn dann musst du ja vorsichtig machen, du musst ja wissen, was du tust. Das heißt also, hier den Hirschkäfer, den setzt du da rein. Und hier sind Engerlinge davon, die setzt in das Becken. Ne? Also ich habe dir das richtig erklärt, mach das bitte ordentlich. Okay, Hirschkäfer wird sich gekrallt und wird abgesetzt. Erfolgreich. Er scheint nicht sonderlich begeistert zu sein. Aber wir machen jetzt nochmal die Larven. So. Die muss ich jetzt hier drinnen, da bewegt sich irgendwas. Seid ihr da? Oh mein Gott! Da ist irgendwas ganz schön Großes. Also etwas sehr Großes, Leute. Oh, guck mal, Leute. Hier haben wir jetzt das Teil, der pulsiert richtig. Okay, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, aber jetzt scheint das hier mein guter Kumpel zu sein. Okay, ich glaube, er bewegt sich aus meinen Händen raus. So. Ich glaube, den geht's jetzt auch gut. So, Norbert, ich glaube, das habe ich doch schon. Ja, dann machen wir die Türen zu, dann habe ich das nächste. Aber das nächste machen wir mal ein bisschen schneller. Das, hier die Klüngelei, kann ja nicht sein. Ja. Na, das hast du einigermaßen hingekriegt, dann kannst du die mal eben. Ja, musst du festhalten. Wenn die runterfallen oder die können stechen, das ist. Bisschen das, giftig. Sind das Skorpione? Also ja. Echte Skorpione? Ja, ja, klar. Plastikhammer. Tu die mal da in dem Becken, ich warte auf dich. Die bewegen sich ja auch, Norbert. Die bewegen sich. Also, ich bin zwar von Sternzeichen Skorpion, aber. Okay. Der eine ist auch relativ groß, muss ich sagen. Ich finde das gerade etwas, wie soll ich sagen? Norbert? Norbert? Ja, was ist denn? Hier in das Terrarium solltest du die reinsetzen. Ja. Nicht mit dem Dreck, nimm die einzeln raus und tun die da rein. Das sind ja giftige Skorpione. So, ein bisschen, ja. Habe ich irgendwie auch, soll ich die anfassen? Nee, brauchst du nicht. Ach, du hast gar keine Pinzette, hatte ich dir nicht gegeben, Entschuldigung. Ja, aber okay, ein bisschen vorsichtig. Pass mal auf, ich zeig dir das mal bei einem, da du ja scheinbar gar keine Ahnung hast. Hier hinten am Schwanz nimmst du den, aber nicht zerdrücken und so kannst du den hochnehmen und kannst dir den dann auch, wenn du ganz nett bist, auf die Hand setzen. Okay. Du bist ja auch Skorpion. Und wenn die stechen? Wenn die stechen? Ja, dann solltest du nicht so weit kommen lassen. Ja, okay. Ich will dann mal den einen für dich mal da reinsetzen. Mhm, okay. Ja. So, hast du gesehen, wie das ist? Mhm. Also, ich zeig dir dann noch ein zweites Mal. Ich heb den jetzt mal hoch. Wenn du magst, kannst du auch alle da reintun, so. Nee, mag ich ja nicht. Mach mal deine Hand so. Was? Ja, flach, schön flach. Hier, guck mal. So nett ist der. So, jetzt reicht es mir, aber ich tue die Pinzette hier rein. Jetzt kannst du zusehen, wie du da reinkriegst. Ich habe gerade ein giftiges Skorpion. Ja, bist du ein Mann oder was? Bin ich. Drei Hände müsste man haben. Ja, arbeite mal dran. Wie werfe ich den jetzt ab? Norbert? Norbert? Ja, bitte, wirst du denn dann nicht fertig? Hast du fertig? Oder weshalb rufst du mich? Ich krabbel gerade hoch. Mir kommt das auch manchmal hoch. Ja, aber ich bin.
glaube, er weiß nicht so recht, wohin. Oh. Puh. Das war jetzt nichts Schlimmes, er war ein Skorpion. So, ich würde dann jetzt sonst auch, ich muss ab noch Termine heute. Ja, klar. Ich habe noch mehrere Termine für dich. Wir sind ja jetzt erst bei den Skorpionen, mach das mal hier fertig. Aber jetzt hau mal rein, ne? Ich habe den ganzen Tag hier auch keine Zeit. Aber das sind schon faszinierende Tiere. Norbert, ich habe einen alleine geschafft. Naja. Beim 100. kriegst du ein Fleißgärtchen. Na komm schon. Freunde, guckt euch das an. Okay, der ist ein bisschen wilder. Dem gefällt das, glaube ich, nicht so. Wusstest du eigentlich, dass also von Skorpionstichen viel mehr Menschen sterben als von Schlangenbissen? Hattest du dich vorher gar nicht reingelesen in das Thema? Du wolltest nur Konservendosen stapeln oder was hat das hier vor? Eigentlich würde ich jetzt auch immer noch gerne Konservendosen stapeln. Ja, aus der Nummer bist du raus. So, zwei und der letzte noch. Oh, der hält sich fest, Norbert. Ja, was ist denn? Bist du denn da immer noch nicht fertig? Es war doch schnell, das waren doch nur 15 Minuten oder so. Nur 15 Minuten, ist doch keiner mehr. Nee. Ja, die Schlange, der Mitarbeiter hat vorhin gesagt, die ist da irgendwo im Regal. Schlange? Schlange. Schlange? Ja, so ein bisschen besserer Regenwurm. Kennst du ja so Regenwürmer so. Schlangen sind schon groß und können auch, also sind giftig, oder? Ist sie giftig? Also ich bin meist viel giftiger als die Schlangen, die wir hier haben. Hier, such mal, find mal, pass mal ein bisschen auf dich auf. Okay, Schlange suchen. Schlange suchen. Hast du schon? Nee, also ich fange mal an zu suchen. Okay, die ist abgehauen. Okay, ganz ruhig. Norbert, ich hab sie. Okay, Freunde, ich habe eine Schlange gefunden. Kann ich die jetzt einfach hier so anfassen? Sie schreckt zurück. Okay. Sie beißt mich vielleicht gleich. So, komm mal her. So. Okay. Hallo? Wo bist du? So. Ich habe sie gefunden. Jetzt hoffen, dass sie nur lieb ist. Und die bringe ich jetzt dem, genau. Ach. Hier ist deine Schlange, Norbert. Also es wäre nett, wenn du mir sie abnimmst, danke. Warum hältst du denn da so einen Abstand von? Da kann man eine Schlange, kann man doch schön kuscheln. Ist auch ganz lieb. Ja, Die geht nur immer öfter mal spazieren. Die ist ja nicht geheuer? Also es ist eine Schlange, ne? Schlangen sind schon gefährlich, habe ich gelesen und gehört. Ja, die zweibeinigen, da musst du ein bisschen aufpassen. Also die ohne Beine, die sind meist viel friedlicher. Okay. Ich bring die mal weg und dann habe ich bestimmt noch eine Aufgabe für dich. Okay. Ja. Okay, Schlange, Kapitel Schlange. Geschafft. Ja, wir könnten dann jetzt gleich Krokodile wiegen. Krokodile? Die haben schön zugelegt, dass wir wissen, was die wiegen. Und dann noch die Spinne. Also ich müsste dann auch gleich los, weil ich habe eine Menge noch vor. Du bist Praktikant, hör mal. Ja, heute für aber ich habe noch eine Menge vor. Ja, aber heute ist nicht Urlaub, heute ist Praktikum. Wir füttern mal eben die Spinne. Okay. Spinne, okay. So, die Itzibitzi, die ist ein bisschen schnell. Ach, das ist also die berühmte Itzibitzi aus den Videos? Ja, genau die. Und die braucht ja hin und wieder was zu essen und zu trinken. Mhm. Also den Napf müsstest du mal voll machen und ihr eine Heuschrecke geben. Wenn du jetzt den Deckel ganz hoch machst und die läuft weg, dann wird das ein sehr langer Film, bis du die wieder hast. Okay. Also vielleicht nur ein Spalt hoch. Aber ich muss die dann ja nicht fangen, wenn die wegläuft, ne? Ja, ich fange die nicht. Okay. Dann, also ich gebe dir mal eine Heuschrecke, dass du mal weißt, wie das aussieht. Okay. Also so eine Heuschrecke fasst man schön am Hinterleib. Okay. So am günstigsten hier so hinten an der Flügel. Hier so kann man sie schön festhalten. Okay. Und dann kannst du dir da Itzibitzi mal ganz vorsichtig geben. Okay, Itzibitzi. Aber ein bisschen aufpassen, die rennt schnell gerne weg. Itzibitzi oder die Heuschrecke? Beide.
schon passiert. Also. Solange. Nur mal damit du Bescheid weißt, die Heuschrecke hast du auf dem Gewissen. Ne? Aber die hast du mir doch gegeben, Norbert. Das ja. Ist eigentlich jetzt, also die Heuschrecke, ja. Kann man jetzt noch retten? Ja, kannst du ja mal versuchen. Nö, Also wenn ich nicht gut war, Norbert, dann weiß ich auch nicht. Der Mats nicht gut war, weiß er nicht. Ich habe eine Spinne gefüttert in jedem Keller. Mhm. Eine Spinne gefüttert. Und er hat jetzt eine geschafft. Ein Held, ein neuer Held. Genau. Ich bin stolz auf dich. Danke, Norbert. Sollen wir dann jetzt nach den Krokodilen jetzt mal gucken? Oder wolltest du erst dein Aquarium putzen? Aquarium? Krokodile? Ja, wo du jetzt so ein Held bist hier mit der Vogelspinne, komm, dann machen wir Krokodile jetzt. Muss nur wiegen, alles gut. Ja, okay. Komm mal mit. Ja, ich gehe einfach mal mit. Ja. Ich gehe einfach mal mit Norbert mit. Ja, genau. Ja, genau. Schauen wir mal, was es so gibt. Du weißt ja, da hinten ist die Waage. Hast du ja gesehen, kamen wir gerade dran vorbei. Fängst du ein Krokodil raus, wiegst du das, schreibst du auf und dann das nächste. Und dann kannst du ja nachher wieder reintun und vertauscht die bitte nicht. Ne? Okay, ich soll ein Krokodil fangen. Ich soll ein Krokodil fangen. Ich soll ein Krokodil fangen, okay. Ist für mich natürlich selbstverständlich eine sehr leichte Aufgabe. Da machen wir uns also gar nichts vor. Okay, so jetzt muss er nur irgendwie in das Netz reingehen. Okay, Norbert, ich hab ihn. Norbert, ich bin ein absoluter Profi. Ich bin ein absoluter Profi. Hoppa. So. Ich hab ein Krokodil gefangen. Oh, okay, ich hab gerade selber ein Krokodil gefangen und ich habe es jetzt in der Hand. Und ich hoffe, er ist friedlich. Und er kann mich nicht anpipi oder anpupsen. Aber er sieht sehr friedlich aus, er sieht sehr süß aus. Okay, wir bringen ihn jetzt dahin, wo er hin soll. Aber er ist ganz ruhig auf jeden Fall. Er ist ganz, ganz ruhig. Okay, wir sind da. Ich bräuchte ein Terrarium oder sowas für das Krokodil. Ah, das, okay, das sieht gut aus. Norbert wird stolz auf mich sein. Ja, genau, das könnte dann einmal auf die Waage. Norbert? Norbert, ja. Ich bräuchte noch mal deine Hilfe. Ich habe ja beide Hände voll mit Kroko. Das kannst du doch mit der Nase machen. Muss man denn hier alles alleine machen? Das ist doch... Okay. Guck mal hier, das ist schön mit der Nase drauf gekonnt. Ja, mit der Nase hätte ich das machen können, das stimmt. Allerdings, so, jetzt setzen wir kleinen Kroko einfach ab. Aber ganz vorsichtig absetzen und den ganz schön reinlegen. Und jetzt ganz langsam loslassen, ganz langsam. Wenn du schnell loslässt, wenn du eine schnelle Reaktion machst, macht der auch eine, die wirst du nicht toll finden. Okay, 975 Gramm. Nicht so schlecht, ganz tolle Leistung. Hm? Das, ja. Weißt du was, tu das Krokodil zurück und zieh dich aus. Okay, jetzt geht's ins Aquarium. Das? Ja. Ja, was meinst du denn, weshalb ich den Hubsteiger geholt habe? Boah, was meint er denn, was man hier für Prüfungen hat als Praktikant? So ein kleines Pissbecken da putzen? Nee, wenn, dann machen wir da ein richtiges Aquarium sauber, ne? So, Schwamm hast du dabei und dann machst du mal hier unten, hier können wir gar nicht schön gucken, die Scheibe sauber, ne? Gehst du da rein und putzt du mal schön die Bodenscheibe. Aber vorher immer ein bisschen den Sand wegwedeln, sonst reibst du ja den Sand in eine Scheibe, das gibt Kratzer. Ein Kratzer. Mach das ein bisschen ordentlich, sonst hole ich den Hubsteiger runter, wenn du da drin sitzt und dann ist Schluss mit lustig.
Naja, das soll jetzt was werden. Ja, hoffentlich reibt er nicht den ganzen Sand ins Aquarium ein. Also, liebe Fans aller Aquarianer, immer erst vorher den Sand wegmachen. Sonst gibt das so böse Kratzer. Da haben wir ja schon einige Kratzer drin. Weil nur so kurz kann der Mats Luft anhalten. Bin ja ein bisschen erschüttert. Ja, tschüss, sagt der Mats. Ich glaube, das dauert länger. Also mir hat das super Spaß gemacht. Das war mal ein Praktikant, so wie ich ihn mag. Kam zwar ein bisschen zu spät, aber hat alles gemacht. Ich bin schon so ein bisschen stolz auf den Mats. Das hat er gut gemacht. Ich denke, beim nächsten Film sehen wir uns wieder. Ich hau jetzt ab. Tschüss.